Hallo und herzlich willkommen zu Wir probieren. Heute mit Monster Extra Strength Killer Bee. Say that 3 times fast. I don't give a crap. Ist so, die gibt es nicht mehr. Die habe ich mir speziell importieren lassen aus den US of fucking A. Und deswegen haben wir quasi als Nachtrag zu unserer Nitros-Folge bzw. Extra Strength-Folge gesagt, okay, die tötende Biene auch noch mit dabei. Killer Bee steht hier oben drauf. Schönes Warmen. Nitros Technology. Ja, da finde ich, da haben sie echt begriffen, dass man auch noch viel, viel mehr aus dem Layout rausholen kann. Das Design ist hier großartig, weil man hat gleich eine Verbindung zum Namen, alles, ja. Schöne Farbe. Text ist aber wieder der gleiche wie bei den normalen. Wieder schief. Mhm. Aber nichtsdestotrotz. Und vor allem kann man dann auch gleich so Rückschlüsse ziehen, weil man denkt, ach, könnte so in die Richtung Honig gehen. Nein, das schmeckt nach Bienen. Genau. Ich weiß nicht, wo das war, aber irgendwo haben sie auch einen gefragt, der so Ausbildung gemacht hat wie heißt der Fachbegriff da? Wenn man im Rewe schafft oder so. Kaufmännischer Angestellter. Genau, also sowas da in die Richtung, also für Lebensmittelhandel, Einzelhandel. Und da wurde dann eben gefragt, hier, wie wird denn der Honig so hergestellt? Und er hat gesagt, ja, die Bienen werden geschleudert. Hui! Ja, durchgefallen. Nochmal nächstes Jahr. Fail! Ja. Das ist Bienenkonze. Ja, fangen wir mal direkt an. Riecht auch so ein bisschen nach Honig. Kleine Anekdote für die Sammler. Die Dose kam oder wurde 2012 vom Markt genommen. Also vorher war die noch relativ lange da. Das heißt, ab jetzt steigt so der Sammlerwert von dem Ding. Zitrone, Honig, Limonengras. Wie ist nochmal? Sprite. Ja, schon so diese Richtung. Auch so ein bisschen in die Richtung von Tantrum. Ja. Also der grüne Tantrum. Das war ja Limonengras, genau. Doch, ja. Aber also es ist nicht wirklich so Honig. Also nee. Vor allem nicht Waldhonig oder sowas. Aber es ist schon irgendwo so da. Also so. So Blütenwiese eher. Frub. Die ja, ganze Wiese mit Erde, mit allem ja, rein in die Flasche. Ohne Scheiß, es ist schon so. Dieses Pollenartige, dieses so. Davon, wo die ganzen Allergiker so verrecken. So frisch ins Gewächshaus, so ein bisschen, ja. Ja. Vergiss es, das kriegst du halt nicht mehr. Okay, wir müssen sanft einsteigen. Er ist geil. Ja. Er ist schon geil. Er ist... Ich muss echt nochmal. Also vor allem so im Abgang ist er eher säuerlich. Ganz klar, säuerlich. Aber er ist schon... Er steigt prickelnd, süß. Er steigt Honig süß ein. Plus Limonengras, beides gleichzeitig so ein bisschen. Ja. Kommt als erstes. Dann kommt dieses Sprite-Hicke. Ja, das ist die typische Zitronenlimo halt. Mhm. Und dann geht's immer säuerlicher raus. Mhm. Aber es ist alles nicht so extrem. Also es hält sich schon relativ mild. Mild im Sinne von mild für Monster. Ja. Also für Monster ist das überhaupt nicht süß. Für Monster ist das Wasser. Mhm. Interessant finde ich, täuscht es mich oder ist der Prickel da nicht so stark? Wie bei den anderen mit Nitros. Finde ich genauso. Echt? Weil durch die Säure fällt er nicht so auf. Das kann sein, ja, dass die Säure das bisschen abtötet im Mundwinkel. Also der ist wirklich... Fast wieder super dry, etwas sauer am Ende. Wobei ich da fast sagen würde, da sogar noch mehr. Also das ist vor allem eher so Zitronensäure, doch schon eher in die Richtung Zitrone. Also für mich bisher der beste Monster. Ja, auf jeden Fall. Also für mich auch. Auch besser als der Übermonster. Von den Nitros, ja, würde ich auch sagen, besser als der Übermonster. Aber wie immer, immer das, was wir mögen, gibt's nicht mehr. Oder ist zu teuer. Oder ist weil zu teuer. Es das nicht mehr gibt. Ja, ja. Also ich hab mir 6 Dosen aus den USA importiert. Eine hat mir der Zoll direkt mal geschreddert. Ja? Ach, das war das, wo sie aufgehackt haben, ja, genau. Die Vollspasten. Durch den Zoll geöffnet. Ja, aber öffnen heißt nicht, dass man in die Dose reinsticht. Arschlöcher. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Armlöcher. Ja, aber doch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er noch geiler wäre, wenn er wirklich noch einen Schuss Honig mit drin hätte. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also wenn da wirklich noch mehr Honig, so von der... Weil es dann wäre richtig...
Weil die Honigsüße ist ja eine ganz andere als eine Zuckersüße oder sowas oder eine Fruchtsüße. Und ja, könnte schon noch ein bisschen, aber trotzdem, der ist trotzdem das geil. Das ist Jammern auf extrem hohem Niveau, also er ist schon ziemlich geil. First World Problems, richtig. Yay! Genau das. Das ist wirklich ein echt geiler Monster. Kauft ihn euch mal. Es gibt ihn ja schon noch, aber mal gucken, wie lang. Also der wird wahrscheinlich recht schnell vergriffen sein. Also nee, ich denke mal, die meisten, also die ihn noch haben, werden ihn wahrscheinlich noch ordentlich zurückhalten, damit der Preis steigt und erst dann raushauen. Weil wenn du mal guckst, Chai Hai oder sowas oder auch, Heavy Metal, die gibt's ja schon wesentlich länger nicht mehr. Aber die findest du ganz oft auf eBay. Für 80 Titel. Ja, für 30 pro Dose. Schon pervers. Für die leere Dose. Nee, das nicht, schon klar. Aber trotzdem, also ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ist schade, dass es die nicht mehr gibt, weil da denke ich echt. Da bin ich aber ehrlich gesagt froh, dass die eine kleine Dose ist. Ich glaube, einer großen könnte ich das nicht vertragen. Ich merke es nämlich im Magen. Ja, das ist halt, aber generell, das merke ich auch bei allen Nitros. Also man merkt wirklich, dass. Die anderen hatte ich nicht gemerkt gehabt, aber die merke ich. Nee, ich merke eher die Säure, glaube ich. Ich merke das bei allen. Also ich merke das, dass die Nitros, die sind wirklich vollgepackt mit Koffein, mit Zucker, mit allem. Das steigt tierisch schnell in die Birne. deswegen Killer Bee. Eben. Wir sind alle grün. Gelb. Whatever. Whatever. Anywho, sehr zu empfehlen. Wirklich. Nice. Wo gibt's denn sowas? Ihr Monster? Ach, habe ich ja eh schon gesagt. Wir alten Monsterhater und Rülpsbrühenvernichter sagen zum Abschluss leise Scheiße. Adios. So, und an alle Kiddies, die sich jetzt fragen, was macht ihr mit der leeren Dose? Kann ich die haben? Ich brauche die doch. Nee.